sehr torreiches Spiel, sehr überlegenes Spiel und ich denke, wir haben das sehr gut hinbekommen. Erstes Spiel heute für das Nationalteam. Es ist immer etwas Besonderes, aber umso wichtiger ist, dass wir das Spiel heute gewonnen haben und auch die 6 Tore sagen schon was aus. Heute war das sehr gut, war das sehr überlegen. Wir wollten alle unbedingt gewinnen, jeder wollte ein Tor machen und das ist uns im Großen und Ganzen sehr, sehr gut gelungen. Man darf jetzt nicht in zu viel Euphorie verfallen, man muss das richtig einordnen. Ich denke, es war ein wichtiger Sieg, es war ein hochverdienter Sieg, war auch ein schöner, herausgespielter Sieg, tolle Kulisse und deswegen sind wir jetzt wieder da, wo wir hinwollen. Aber wir müssen jetzt am Montag in Polen ganz viel folgen lassen. Von Anfang an haben wir gesagt, dass wir der Boss in dem Haus sind und Zeit ist geworden. Ich meine, ich bin nicht für meine Tore bekannt, aber ich denke, dann habe ich ganz schön gesetzt und das wollte ich halt unbedingt. Wir haben von Anfang an Gas gegeben, das hat die Fans mitgenommen und die Fans haben uns im Kehrschluss wieder mitgenommen und genauso sollte es sein. Für mich natürlich das Schönste, zu Hause in Salzburg für Österreich zu spielen und ja, dementsprechend habe ich mich auch beim Tor nur mehr ein bisschen gefreut. Es war sehr, sehr gute Stimmung. Wir sind natürlich dankbar für unsere Fans, dass sie gekommen sind. Es war jetzt auch nicht überraschendes Wetter, es hat begonnen zu regnen. Hut ab, danke für die Unterstützung, die braucht man natürlich für die restlichen Spiele auch. Und dann gemeinsam mit der Mannschaft und den Fans probieren wir uns natürlich zu qualifizieren.